Und herzlich willkommen zurück bei ARK. Beim letzten Mal haben wir uns auf den Berg gewagt und unser erstes Metall abgebaut. Damit machen wir heute auf jeden Fall weiter. Ich habe mich zwischendurch erkundigt, wie denn Kristalle aussehen. Und das sind einfach nur so weiße Stümpen, die aus dem Boden rausragen. Danach müssen wir jetzt mal nebenbei Ausschau halten, um sie dann abzubauen. Aber ich suche hier erstmal weiter nach Metall, bis die Axt aufgibt. Und dann geht es erstmal wieder zurück. Und bis die Axt aufgibt, kann auch ein bisschen dauern, weil ist eine gute Axt. So, 10 Metal. Fünf, sechs, sieben, ach hier so, sieben. Hier ist auch noch was. Kommt natürlich immer sehr viel Stein bei rum. Das müssen wir zwischendurch mal in eine Tonne treten, aber das lässt sich verkraften. So, Gonzo reißt hier alles mit seinem dicken Hintern um. Das versinkt jetzt. War hier noch was? Da vorne ist noch ein bisschen was. Also ich glaube, für Kristalle muss man sich so am Fuß des Berges aufhalten, um sie dann auch zu finden. Müssen wir mal gucken. Findet sich, denke ich mal, alles. Fände ich zumindest schön. Wir essen gerade ganz schön viel. Ich glaube, ich muss mir mal wieder ein bisschen was Neues zubereiten. Dann müssen wir hier mal jagen. Was rennt denn da hinten rum? Ist hier noch jemand außer mir? Ach nee, das ist der... Das ist komische Vogelviech, okay. Weiß ich Bescheid. So, jetzt haben wir schon wieder 48 Metall, wie beim letzten Mal, als wir nachgeschaut haben. Können jetzt noch ein bisschen was tragen. Das fällt hier gleich weg. Oder? Ja, das ist technisch schon weg. Huch, ganz so. Steckt in der Nase nicht immer meine Angelegenheiten. Ja, wie gesagt, wenn die Hacke dann aufgibt, dann gucken wir, dass wir zurückkommen. Nach Hause gehen. Und da haben wir ja unser ganzes Lager. Mal gucken, wie viel Kristall wir dann haben. Hoffentlich eine ganze Menge. Auf jeden Fall mehr, als wenn wir nur zu den runden Steinen reisen. Und dort immer so, wenn wir Glück haben, 20 Stück abbauen. Ich glaube, jetzt kommen wir schon wieder auf 100. Das macht 100, macht 50 Metallblöcke. Wenn Gonzo ein paar tragen kann, wäre super. Dann kriegen wir noch mehr mit. Also das wird, glaube ich, schon. Ach, guck mal, da ist ja so ein Dings da. Das Dings da will ich mir angucken. Wie komme ich denn da? Da komme ich doch gar nicht ran. Das ist doch da bestimmt so dämlich drin, dass ich da gar nicht drankomme. Gonzo? Gonzo hängt wieder fest. Was ist es denn diesmal, mein Junge? Ach, natürlich. Komm mal her, ich zeig dir mal, wie das geht. Rückwärtsgang. Abbiegen. Drumrum rennen. Und jetzt mir folgen. So. Ich sehe das Kristalldingen. Frage ist, wie komme ich da ran? Im schlimmsten Fall gar nicht. Ich glaube, da komme ich wirklich nie ran. Dann muss ich auch mal aus dem... Kann ich hier eben mal rumgucken? Schön, wie sich in der Ferne so alles so halb aufbaut. Gehe ich mal eben hier oben rum. Boah, ach, jetzt geht auch mal. Haha! Alter. Ging voll in die Gelenke. Sag mal hier. Mist. Zu schwer. Was kann ich hier denn weg? 10 Steine können auf jeden Fall weg.
Raw Meat. Haben wir noch. Können wir uns zumindest wieder bewegen. Ich weiß, Kumpel, dir ist kalt. Spark Powder braucht man eigentlich so an. Spoiled Meat kann auch weg. So. Alter. Ich bin unter meinem Limit. Warum kann ich mich nicht bewegen? Verdammt nochmal. Soll ich ihn noch wegschmeißen? Ja, ich stehe gerade vor einer schwierigen Entscheidung, ja? Ich kann mich nicht bewegen, ist auch ein Witz. Mit die mal eben droppen. Kann ich die jetzt mal eben so da runterschmeißen, dass die da unten ankommt? Drop. Jawohl. So, das ging gerade noch mal gut. So, das war nicht die Tür. Jetzt gib mir doch mal bitte was ab. So, das wäre schon mal ein Anfang. Jetzt lasch mich hier vorbei. Ist das da? So, das ist die Tür, die ich haben wollte. Was ist das da? Ein Stein. Gut. Gonzo, folge mir. Wir müssen zum Feuer. Mir wird kalt. Und dann gehen wir mal so da hinten hin. Ja, praktisch, da haben wir alles, praktisch alles zusammen, um hier so ein kleines Häuschen hinzubauen. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Richtig mal ab, Mann. So. Da packen wir jetzt einfach auch mal das Fleisch rein. So. So, jetzt geht es gerade mal los, witzigerweise mit Bauen. Ne, wir fangen nicht mit dem Dach an, das ist eine schlechte Idee. So, Sedge Foundation. 7. Mal so mit so einem geringen Abstand. Machen wir es mal dahin. Ist das okay? Ja, das kann man machen. So, jetzt die drei Wände, die hat unser Dicker, dann baue ich mal eben hier so eine Doorframe. Ja. Ist gut. Fort. So, 7. 1, 2, 3, jetzt noch das Dach und die Tür. Wir können natürlich nicht ewig hier nur so eine Setschütte stehen lassen, aber für den Moment hätte es uns nicht besser treffen können. Wie mache ich denn? Das ist doch ein Hohn. Warte mal. Nee. Dude. So. Kleine Wunderhütte. Jetzt die Door. Sehr schön. Boah. Haben die Viecher echt so einen random Aggro? Nur wenn ihr Hunger habt, oder was? Hier, ich gebe dir jetzt Hunger. Verdammt nochmal. Ich versuche hier zu wohnen. Wo kommen wir denn da hin? Da
gerade, was stampft jetzt auf mich zu? Was war ja nur Gonzo. So, 125 Metall macht circa 60 Barren. 16 Miet. Ach, nee, haben wir hier noch 32. Ach, 42. Was? Ein ganzer Haufen. Gut, dann lassen wir das Hide auch mal eben hier. Das Chitin können wir auch hier lassen. Sleeping Bag benutze ich nicht. Die können in Müll. Und das Feuer ist aus. Gut, dann muss das Holz mit. Es muss mit und einmal hier rein. Einmal hier. Freund. So. Machen wir es jetzt schon wieder an. Ja, doch. Komm. Machen wir es mal an. So, Gonzo. Was sagst du? Gehen wir da hinten hin? Aha. Okay. Und weiter? Da musst du überlegen. So, was meinst du? Gehen wir jetzt nochmal dahin oder wie machen wir das? Dein Schweigen werte ich mal als Zustimmung. Dann werden wir da gleich mal hingehen. Ja, dann kommt das Ding auch erstmal aus. Ich will mir aber mal aus Respawn-Zwecken ein Bett bauen. Da muss man eben schauen, was brauche ich für ein Simple-Bett. Das packe ich dann statt dem Schlafsack da rein. 15 Wut, 30 Fiber, 40 Hide. 40 Hide Hammer, 30 Fiber lässt sich einfach beschaffen. Setch wird eventuell ein kleines Problem. So viele Bäume haben wir jetzt nicht in der Umgebung, dass wir alles abholzen könnten. Aber wir versuchen es einfach mal. So, ich glaube, Holz haben wir schon mal genug. Ja, Meister, ich weiß, hier ist etwas kühl um die Nase. Wir haben ja auch nur 3 Grad. Das ist aber noch verkraftbar. Es friert ja noch nicht. So, 80 Sets waren das und ein paar bisschen Fiber. So, ich werde jetzt hier mal auf dem Berg echt drauf bedacht sein, dass ich Gonzo überall dabei habe. So, mal eben Metall abgehauen, weil es da war. Äh, 42. Fehlen noch 40. Da über die Klippe gucken wir gleich. Ist der am Meckern, der Kerl? Mensch. Wow. Ich werde mal eben hier runter stachseln, um da mal eben schnell Holz zu holen. Ich hoffe mal, Gonzo ist nicht so Banane in der Birne und springt mir blind hinterher. Das wäre nicht so cool. 8. Ja, ich weiß, hier war schon wärmer. Gonzo ist. Oh, was? Dude! Ohne Schaden hier runtergekommen. Gonzo ist schon hart drauf. Das muss man, kann man schon ruhig so sagen. Natürlich werden wir im ersten Anlauf dann auch versuchen, so viel Metall wie möglich wieder mit nach Hause zu nehmen. Ich weiß jetzt natürlich noch nicht, um wie viel es sich handeln wird. Vielleicht werden wir hier zwischendurch nochmal aufleveln. Das kann... Das wird wahrscheinlich passieren, dass wir nochmal aufleveln. Genau. Das ist ein bisschen Holz. So, dann gehen wir aber außenrum da auf die Plattform wieder. Gonzo, folge mir. Eile ist geboten. Mein stoßzähniger Freund. Jetzt haben wir auch ein bisschen Holz. Das ist... Ach genau, wir brauchten noch Fiber. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir da hatten. Ich würde jetzt... Ich glaube, oben können wir auch ein bisschen was abhauen. Ja, entspann dich. Ich muss ja mal gucken, was das hier alles für komische rote Pflanzen sind, die hier wachsen. Und was die machen. Ich guck mal eben.
Achso, das sind so einfache. Okay, das ist einfach nur eine andere Klimazone, deswegen wächst hier so ein bisschen anderes Zeug. Das ist aber gar nicht mal so schlimm. So, dann haben wir davon schon mal. Da ist natürlich viel mehr. Also ich glaube, hier ist echt ein guter Platz für eine kleine Basis. Das kann man so machen. Wir müssten eventuell noch ein paar Zäune hochziehen hier und da, aber ansonsten insgesamt ist das okay. Machen wir uns vielleicht noch einen schönen Spawnpunkt hin. Hoffentlich steht der länger als das Haus. Ja, wahrscheinlich nicht viel länger. Es gibt alles schon so nach. Es ist... Eieiei, nur die Wand. Oder war das der Vogel eben, der da dran ist? Werde ich gleich zwischendurch einmal, glaube ich, alles mal eben reparieren. Sofern möglich. Aber jetzt. Simple Bed. Wo ist es denn? The Simply Bed. Bed. Bin ich blöd? Da. Ach, das Hide. Genau. Brauche ich noch Leder. Das haben wir aber auch alles da. Haben wir alles da. So. Machen wir mal eben das Bett. Jawohl. So, aber zwei brauchen wir davon nicht. Ich kann mal in die Kiste. Können wir da in die Kiste packen. Dann mache ich das mal auf den Platz. Das kann zurück. Den Rest brauche ich leider mal zum Reparieren. So zwischendurch. Natürlich ist jetzt hier, die Dinge sind den Naturgewalten ausgesetzt. Da ist das völlig klar, dass das eventuell alles nicht so... Oh. Muss das hier irgendwie... Quer passt das auch nicht. Verdammt. Von schräg nach quer? Nee. Mist. Aber mal hier ist doch schon... So, das reicht mir ja schon. Mehr will ich ja gar nicht. So, dann gucke ich mal eben. Ist repaired? So, jetzt geht es hier, glaube ich, allen Wänden wieder gut, ne? Jawohl. So, dann mal eben schnell. Ich wollte mal hier eben alles repariert haben. Obwohl, vielleicht bricht die Nacht rein. Dann können wir auch wieder einen guten Partende machen. Ich will nur mal hier über den Hügel rüber gucken, um zu sehen, was wir dort noch so haben. Und da ist noch so ein bisschen Metall. Das nehmen wir natürlich auch noch gerne mit. Vogel, bist du übellaunig? Ich hoffe nicht. Und wenn, dann wird Gonzo da sein und mich erretteten. Oh, hier wird es langsam zugig, habe ich das Gefühl. Ja doch, man hört, es wird zugig. Das denke ich mal passendes Bergsteigewetter. Wow. So, mal runtergehüpft kommen wir da auch nicht. Nee, da traue ich mich nicht runter. Gonzo, du halt dich von der Klippe fern. Dann müssen wir die Kristalle mal unten... Nein, jetzt mal Gonzo runtergehüpft. Oh.
Halt, Gotso! Nein, halt! Na toll. So, da hoch können wir, glaube ich, wieder vergessen. Das funktioniert nicht. Gut. Dann wagen wir uns im nächsten Part an einen etwas gefährlicheren Abstieg. Und dann wieder an einen Aufstieg, hoffe ich. Ja, gut. Aber wie gesagt, das machen wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.